Die Firma Schüller-Textil mit Hauptsitz in Seewala im Werderberg hat Ende September 2018 das 150-jährige Bestehen gefeiert. Wegweisende Textilien und Technologien fürs Leben, das steht in der Headline von der Homepage. Und genau das trifft sicher zu. Wette, dass auch in Ihrem Kleiderkasten Schüller hängt, weil Schüller ist weltweit Mitgestalter von der textilen Zukunft. Die Marketingchefin Dagmar Signer, man sieht sie hier hinten, hat mir die Halle durchgeführt, wo natürlich an diesem Jubeltag alles auf Sparflamme gelaufen ist. Hochkonjunktur aber hat die Freundlichkeit von den wenigen gehabt, die an der Maschine gestanden sind. Nicht gespielt. Das Betriebsklima ist gut, das Gefühl habe ich spontan bekommen. Mitarbeiter haben unbedingt auf den Film wählen und am liebsten gerade noch mit der Dagmar Signer. Ich habe die Gelegenheit bekommen, mit dem CEO, mit dem Siegfried Winkelbeiner, einem Oberbayer mit Wahlheimat Heiden, zu reden und hat zuerst nach den wichtigsten Meilensteinen in der Geschichte der Schüller-Textil gefragt. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, mal der Start, wirklich 1868 in Zürich. Aber wichtig war dann auch sehr bald eigentlich, dass die Handstrickgarngeschichte, die eigentlich die Grundlage war, jetzt neu aufgelegt worden ist, indem man dann festgestellt hat, man muss die ganze Firma auf neue Beine stellen und hat dann so in den 50er, 60er Jahren angefangen, mit Synthesefasern zu arbeiten. Das war also eine ganz große Revolution und hat damals auch zusammen mit Firmen wie Bogner eine ganz neue Skibekleidungsgeneration eigentlich auf den Markt gebracht. Genau, die Sportsachen, die sind natürlich immer sehr imposant. Also sie tragen jetzt im Moment gerade Zimstern, auch da ist Schüller natürlich beteiligt, oder? Richtig. Ja, und überhaupt, bei diesen Sportsachen sind da eigentlich immer irgendwie irgendjemand dabei gewesen. Also für uns sind natürlich ganz wichtige Entwicklungen, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Mammut gewesen. Genau. Speziell im Anfang von Mammut. Da haben wir miteinander eigentlich wirklich die neuen Kollektionen entwickelt. Speziell alles, was mit Berg zu tun hat, was wirklich mit Outdoor zu tun hat, wie es damals ja noch nicht geheißen hat, sondern dort war es richtig noch Sport. Heute zieht man ja solche Jacken auch überall an. Man kann also wirklich mit Bergjacken heute shopping gehen und man kann auch ins Theater gehen und schaut immer noch gut anzogen aus. Genau. Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Geschichten. Also 1954, aber Tuch in Seewal hat es immer geheißen, Tuchfabrik. Dann im 70er gab es dann eben eine Umbenennung in Schüller Textil. Und dann im 92 gab es den Bezug eben von dem Neubau hier in Seewal. Aber es sind doch nicht nur die Seewal tätig. Also, sie haben doch Joint-Verbindungen zu Formosa, ihr seid in Tokio tätig, ihr seid in anderen Märkten natürlich auch tätig, oder? Das ist richtig, ja. Also wir haben ein sehr interessantes Joint-Venture mit einer Weltfirma, die über 1 Milliarde Umsatz hat im Textil. Das ist die Formosa Taffeta in Taiwan, diese genau. Firma. Und da pflegen wir seit 2000 eine sehr intensive Zusammenarbeit. Und die ist auch für uns sehr erfolgreich, wenn wir große Mengen machen müssen. Weil für das wären wir hier nicht ausgelegt in Seewalen. Tokio, Seoul, also Südkorea auch natürlich, oder? Ja, also wir haben eigene Niederlassung effektiv in Japan, Korea, in Hongkong, in USA und in der Türkei. Und trotzdem sind ihr da, also ihr schreibt es auf der Homepage, Swissness trotzdem noch da tätig. Also wie geht denn das überhaupt? Ja, ich muss sagen, also ganz wichtig ist eben, dass der große Teil von dem, was wir heutzutage vermarkten, effektiv auch noch hier produziert ist, in der Schweiz. Das ist effektiv ungewöhnlich, weil es ist ganz klar, dass der Standort hier natürlich nicht einer der billigsten ist, aber einer der besten, wenn es um innovative Produkte geht. Dann sind wir da führend und mit dem können wir uns auch hier in der Schweiz behaupten. Auch, was eine ganz neue und wichtige Entwicklung im 2012 war, dass wir die Eschler Textil GmbH mit übernommen haben und die jetzt mit ihrer Niederlassung in Deutschland und mit dem, was wir von Bühler hier integrieren haben können, wirklich uns sehr synergetisch verstärkt. Also mit der Nischenproduktion, mit dieser Spezialität, mit eurer Innovation, muss ich sagen, ihr habt vor kurzem auch ein Chemielabor gekauft, das mit dieser Innovation, oder kann man sich auf dem Markt halten, auch wenn man in der Schweiz produziert?
Also dann, wenn man es eben schafft, Innovation auf den Markt zu bringen, die eben unseren Kunden erlaubt, Mehrwert zu erzeugen. Das ist das ganz Wesentliche. Ansonsten sind wir nicht konkurrenzfähig im Massengeschäft, aber immer dort, wo es eben darauf ankommt, was ganz Spezielles zu bringen, so wie heutzutage, dass wir Elektronik zusammenbringen mit Textil. Wir springen jetzt von einem Ort zum anderen, aber es ist ja logisch, bei so einer Firma, die weltweit tätig ist, in verschiedenen Märkten, so viel Innovation dahinter ist, wo so viele Awards dahinter sind, gerade im letzten Jahr noch mit den E-Soft-Shell-Auszeichnungen. Was ist denn das? Also E, ist das, was heißt das? Also E hat immer den Bezug zu Elektronik. Ach so. Das heißt also, in dem Fall haben wir leitende Materialien eingewoben oder eingewirkt in einen Stoff, der ganz normal tragbar ist, waschbar ist, färbbar ist, aber eben die Möglichkeit hat, dass man über eine App-gesteuerte Situation wirklich heizen kann. Unglaublich. Also sie sind so Feuer und Flamme. Sie kommen mir fast vor wie der Birkenstock und Hip Hip Hurra, die gesagt haben, in der Schweiz soll es sich darum besser produzieren, weil wir keine Betriebsräte haben. Hat das auch einen Einfluss jetzt zum Beispiel? Also ich muss sagen, wir haben eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Betriebsvertretungen, wie auch mit der Gewerkschaft. Wir ziehen da am gleichen Strang, weil schlussendlich ist für uns natürlich ganz wichtig, wir müssen für unsere Mitarbeitenden was schaffen, wo es sich rendiert, in die Arbeit zu kommen, weil wenn wir die verlieren, in denen steckt effektiv unser Know-how und ohne das sind die Maschinen und die Investitionen, die wir da haben, gar nichts. Was haben Sie gelernt ursprünglich einmal? Sie reden so, als ob Sie könnten einen Webstuhl setzen? Nicht ganz, aber ich habe also hier in der Schweiz effektiv eine Textilchemikalienlehre gemacht und habe danach Chemiker HTL studiert und war aber sonst eigentlich ziemlich in der Welt unterwegs und gefällt mir immer noch sehr hier in der Schweiz. Jetzt haben Sie, glaube ich, seit 2013 gell, extern ein Chemielabor zugelegt, um eben auch Innovation so können, von Grund auf begleiten. Also hat das einen gewissen Vorteil? Braucht es das heutzutage? Es braucht auf alle Fälle, weil wir gehen sehr tief in die Innovation und sind deswegen auch sehr intensiv dran, zusammen mit dem Kanton St. Gallen und der EMPA, effektiv auf uns zu bemühen, Grundlagenforschung für Textil und medizinische Gewebe hier nach St. Gallen zu bringen. Ökologie haben wir aufs Markenzeichen geschrieben, das sind sogar Ökologie-Botschafter, dann Blue Sign und so weiter. Und gleich dampft es etwa mal oben da raus, gell? Ich glaube, das darf man sagen. Also, wie geht das zusammen? Also grundsätzlich ist, glaube ich, mal wichtig zu wissen, dass das, was wir einsetzen, an Produkten, alle geprüfte Produkte sind, wo wir sicher sind, dass eben die Toxizität und so weiter im Rahmen ist. Aber es ist klar, es gibt immer wieder eine gewisse Rauch, den man sieht. Zum großen Teil ist es Wasserdampfrauch, also nicht irgendwie gefährlich. Aber was noch viel wichtiger ist, wir stellen fortlaufend das, was wir als Spezialität sehen, wirklich unter Beweis, indem wir weiter investieren in Technologien, die eben immer klarer umweltfreundlich und sustainable sind, wo man also wirklich den Rauch mittelfristig auch ganz abstellen können. Und auf der anderen Seite machen wir natürlich sehr viel für alles, was Gewässerschutz und Umwelt im Gesamten betrifft. Und da muss man vielleicht auch sagen, das sind nicht nur leere Worte, es gibt auch Prüfungen. Also die Luftreinhalteverordnung halten die Ries, gibt ständige Prüfungen. Und ihr geht auch sehr, sehr offen um mit Reklamationen und könnt das sofort an. Also ihr seid auch da sehr offen. Also uns ist ganz klar, wir sind da in Sevelen wirklich in einem Bereich, der natürlich irgendwo sensitiv ist. Aber wir haben uns auf Fahne geschrieben, sehr schnell, sehr intensiv mit der Nachbarschaft, mit Leuten, die sich Gedanken machen, zusammenzusitzen, in einem Betrieb zu zeigen, was wir machen, wie wir es machen, damit wir wirklich auch da gut eingebunden sind in die ganze Nachbarschaft in Sevelen. Wir sind durch den Betrieb durchgelaufen vorher. Wir sehen im Hintergrund etwa mal zwei, drei Bilder. Lauter glückliche Mitarbeiter, zufriedene Mitarbeiter. Also wenn es Jobs gibt, dann ist man irgendwie auch zufrieden. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt da? Also wir haben da in Sevelen etwa 200 und sonst weltweit 100. Und sind auch sehr froh, dass wir eigentlich eine sehr international gemischt, also wirklich sehr weit gemischte Truppe sind, die eben dieses globale Geschäft betreibt.
Und wir haben auch 7 Lernende hier im Betrieb, und zwar nicht nur in der administrativen Seite, sondern effektiv auch im Betrieb. Und darüber sind wir natürlich sehr glücklich. Sie sind eine wandelnde Maschine, obwohl Sie der CEO sind. Sie kennen die Schildertextil in- und auswendig. Sie können auch noch viel reisen. Das ist schon wichtig, oder? Das Ganze akquirieren, eben bezüglich Schaffen auch zu den Joint Venture Partners und zu den auswärtigen, ja, wie kann man denn sagen, Niederlassungen? Oder? Ja, ja. Nein, für mich ist das ganz wichtig. Das Geschäft passiert per se nicht am Bürotisch, sondern das Geschäft ist draußen beim Kunden. Auf Messen, man muss sich miteinander auseinandersetzen, man muss miteinander streiten, und nur so ergeben sich eigentlich neue tiefschürfende Ideen, wo man dann aus dem wieder Neuigkeiten schaffen kann, die unsere Kunden aber vorwärts bringen. Jetzt haben wir hinterher immer gesehen, hinter Ihnen Schöller Medical. Also Schöller ist in der Raumfahrt tätig, Schöller ist anscheinend auch im medizinischen Bereich tätig. Was ist jetzt das, Schöller Medical? Also wir haben 2-3 Bereiche, die eben im Medical-Bereich sehr, für uns sehr wichtig sind. Und zwar auf der einen Seite durch unsere Niederlassung Eschler Textil GmbH in Deutschland, wo wir sehr stark tätig sind, zum Beispiel bei Wundauflagen oder auch bei Bandagen, die wir verwenden. Aber wir haben uns auch engagiert, zum Beispiel im Bereich Inkontinenz, Unterwäsche, und da haben wir auch einen Schritt vorwärts gemacht. Siegfried Winkelbeiner, also Sie sind CEO, aber ich merke es Ihnen an. Manchmal möchten Sie sicher selber auch ein bisschen in Produktion gehen, hin und wieder. Macht Sie das auch, wenn irgendwas mal nicht so richtig läuft, möchten Sie selber mitreden können. Tun Sie das auch noch? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, meine Ausbildung als Chemiker HTL ist natürlich eine verfahrenstechnische Ausbildung, und damit ist ganz klar, das Arbeiten in der Produktion oder im Forschungslabor, das macht mir sehr viel Freude. Aber das andere muss halt auch alles sein. Das gehört aber alles zur CEO-Aufgabe dazu. Und am wichtigsten ist natürlich für mich, das Herz bei den Mitarbeitenden zu haben.